Herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories, der Demo. Unsere Reise mit Nanooka geht weiter. Und ich habe mal in die Vollversion reingeschaut und tatsächlich ist es so, dass wenn ich die Vollversion starte, ich gefragt werde, ob ich die Daten aus der Demo importieren möchte. Und das werden wir tun. Wahrscheinlich dann. Also wir können die Demo weiterspielen, bis ich euch die Vollversion zeigen darf. Eigentlich voll doof, dass die Demo dann so umfangreich ist und ich euch nicht alles aus der Vorversion zeigen darf. Eigentlich doof, aber naja. Ja, wir haben Quests zu erledigen und wir reiten jetzt erstmal zu unserem Questmarker. Ich weiß gar nicht, welche Quest es war. Und zwar die Story-Quest. Das Heiligtum, da gehen wir jetzt mal hin. Und ich werde jetzt aber auch nicht die Demo mega hart ausreizen. Das heißt, wenn wir das Ende der Demo erreichen, also das Story-Ende der Demo, werde ich jetzt nicht 1000 Parts noch aufnehmen und umherirren, um die Zeit zu füllen, bis ich die Vollversion zeigen darf. Dann ist einfach pausiert bis zur Vollversion und dann gucken wir mal weiter, ob wir weitermachen oder nicht. Ich muss aber dazu sagen, das Projekt wird leider nicht so stark geschaut, weil ich bin noch am Überlegen. Es ist echt immer... Ich muss halt auch schauen, ne? Ob sich der Aufwand dann lohnt. Ist immer so eine Sache. Ist dann immer traurig. Ich finde das dann selber immer traurig. Aber dann stecke ich die Zeit und die Arbeit dann lieber in andere Projekte. Und mache das dann... mache dann andere Projekte besser. Und nehme nicht Projekte auf, die nicht so krass geguckt werden. Ich muss auch sehen, wo ich bleibe. So. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird zu Release Monster Hunter Stories nochmal einen Push kriegen. Und dann gucken wir mal, was da mit passiert. Vielleicht spielen so viele gar nicht die Demo. Oh, da wollten wir das hier drum nicht haben. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier rein. Ich hätte auch mit dem Katzerwahn fahren können. Verdammt. Der Nagakuga wird wahrscheinlich nochmal kommen. Den werden wir wahrscheinlich nochmal sehen. Den haben wir ja nur verjagt beim ersten Kampf. Gucken wir mal, was im Heiligtum abgeht. Hallo? Säuselwald. Hier waren wir ja schon mal. Mal ein paar Sachen mit. Ich reite gerade übrigens auf Velocidrome, weil Velocidrome einfach die beste Reisegeschwindigkeit hat. Ja, ein Kutku ist auch relativ fix, aber ich finde, es läuft, fühlt sich schöner an, auf dem Velocidrome zu reiten, weil er hat einfach eine gute Gehanimation auch. Warte mal, man kann noch da lang. Gibt es denn hier Gegner, die uns anrollen wollen? Kistenloot. Moment, Wurfmesser, okay. Vitalessenz und ein Schweinchen, das uns angreift. Verdammter Mist. So, aber das machen wir doch mal eben schnell fertig. Die gehen auf Geschwindigkeit, ne? Dann gehen wir auf Technik. Aber die sind doch eh zwei Hits, oder? Die kriegst du jetzt auch weg. Ah, verdammt, fast. Okay, geht wahrscheinlich... Oh, nee, der geht auf Kraft. Egal, wir machen den jetzt eh platt. Ich mag Nanookas Optik mittlerweile. Finde ich voll cool geworden irgendwie doch. Weißt du, am Anfang habe ich da noch Witze drüber gemacht, dass sie so derpig aussieht. Jetzt mag ich, dass sie derpig aussieht. Voll toll. Okay. Nehmen wir hier noch die Pilze mit. Also Loot nehme ich, glaube ich, genug mit. Und die Sache, dass man aus der Demo die Vollversion direkt weiterspielen kann, ist mega gut, muss ich mal so sagen. Da haben die auf jeden Fall mitgedacht, dass man nicht nochmal den ganzen Anfang spielen muss. Vor allem, weil die Demo ja gerade so lang ist. Mega gut. Und man kriegt in der Vollversion noch Items aus Monster Hunter 4. Voll krass. In der Vollversion. Habe ich in der Demo gesagt? In der Vollversion meine ich auf jeden Fall. Ich hätte gerne Bulfango hier, den großen. Bulldrome, ne? Heißt der dann in groß. Das sind ja Bulfangos. Und ich glaube, Bulldrome heißt der ja in groß, ne? Den hätte ich nochmal gerne hier irgendwie rumlaufen. Nehmen wir die ganzen Steine und Erze mit. Nichts Tolles drin gewesen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall in ein Gebiet, da war ich noch nicht drin, oder? Im Heiligtum waren wir allgemein noch nicht, ne?
sind wir ein paar Meter reingelaufen. Und dann haben wir die... Ach, guck mal, da ist so eine Katzenstatue. So eine Feline-Statue. Können wir da was machen hier in den Stories? Ist das da ein Durchgang? Oh, das ist doch eine Höhle. Was? Oh, den habe ich nicht... Also ich habe ihn gesehen, aber zu spät. Ich habe ihn noch zu spät realisiert. Konchu, gelb, zeitiger Schlag. Gehen die technisch vor? Ja. War dann ziemlich doof von meinem... Ja. Oh, lol. Er bringt sich einfach selbst um. Die sind One-Hit? Bin ich zu stark? Okay. Das gibt nur ein C, weißt du? Voll dumm. Die Kiste hier öffnen wir mal. Da sind hier immer relativ gute Sachen drin. So, warte mal, wir können hier rein. Was ist hier mit dieser Feline-Statue? Kann ich da so rein? So kann ich da rein, okay. Was gibt's hier? Aber hier muss ich nicht hin, oder? Feline-Siedlung. Ach, guck mal, die sind genauso hier. Und hier gibt's einen Katzerwahn hin. Wie gut. So. Hallo, Feline. Ja, ein neuer Kunde. Ich bin eine geheime Heilerin. Das hat sind exklusiv für Mitglieder, aber bei verstauchten Schwanz oder schlechter Pfote kann ich dich heilen. Nicht jetzt. Dankeschön. Okay, du kannst mich heilen. Und wir haben noch eine Kiste. Fernglas mal 5. Das benutze ich ja nicht mal in einem richtigen Monster Hunter. Okay, sonst gibt es hier anscheinend nichts. Okay, gut. Aber wir haben eine Katzerwanne hin. Das heißt, wenn wir mal hier wieder rein müssen, haben wir vorm Heiligtum noch eine Siedlung. Voll gut. Guter Service, muss man mal sagen. Da ist auch eine Höhle, oder? Wie viel Loot man hier abgreifen kann. Blitzbomben. Oh, kann ich die auch im Fight benutzen? Ich dachte gerade kurz, der große Stein wäre ein Monster. Schade, dass es nicht so ist. Warte mal. Kampfbeutel. Vitale Essenz. Was macht was? Moment mal. Medizin mit einem unbezwingbaren Geist. Stellt ein Herz wieder her. Das können wir doch mal mitnehmen. Wir haben ja noch Platz in der Beutel. Panzerhaut können wir auch mitnehmen. Wetzstein. Okay, Blitzbomben. Okay, packen wir alles ein. Dann habe ich, glaube ich, alles mit, was ich irgendwie... Ah, nee, warte mal. Rauchbomben, Wurfmesser. Messer fliegt genau und sicher ins Ziel. Fügt 15 Punkte Schaden zu. Ist gut für so ein Last-Hit. Fernglas. Zeigt die Stärken und Schwächen eines Monsters. Ah, okay. Steine. Fügt 1 Punkt Schaden zu. Wofür ist das denn? Sprengsachs. Für die Flucht von normalen Kampf. Ah, okay, damit können wir flüchten. Ah, komm, nehmen wir die Wurfmesser noch mit rein. Ja, bitte. So. So, was haben wir denn hier? Gelbes Erz. Nee, bleib mal weg, Kermit Tower. Bufango, geh auch mal weg. Ich möchte nur den Honig hier mitnehmen und weitergehen. Zum Glück haben die immer nur so eine Charge-Richtung. Chargen dann an einem vorbei. So, ist das ein Con... Nee, das ist doch kein Conchu. Das ist ein Bulfango, okay. Schön den Honig mitnehmen, der kann nicht schaden. Ich finde das mit dem Looten hier so gut. Das ist total befriedigend. Einfach dran vorbeireiten, mitnehmen. Und sich freuen, dass man es lootet und nicht ewig rumlooten. So. Da auf dem Stein hätte ich jetzt irgendwie einen Jan Kutko erwartet oder so.
Eisenerz, nice. Du hast auch nichts verloren. An den Kelbis vorbeilaufen lohnt sich auf jeden Fall immer, wenn die mal was. Schlangenbienenlarve. Hier ist so eine Kiste versteckt. Katzenpass. Oha. Okay, alles klar. Heiligtum. Ja, das Heiligtum ist schon ein bisschen, creepy. Oha. Alter. Moment, ist das die Cutscene von, wo der Typ langgelaufen ist? Der Cheval? Hieß der Cheval? Hieß doch Cheval. Okay, gucken wir uns das mal an. Ich hab das schon einmal gesehen. Das ist Bindungserz. Ich glaube, ich kenne das. Wo könnte ich es schon mal gesehen haben? Nicht bei Donuts. Er ist zurück. Ich glaube, der will nicht, dass wir an sein Erz gehen. Guck, guck, guck. Das ist der Nagakuga von neulich. Reiten wir los, Kumpelin. Es ist unsere Zeit zu glänzen. Strahlender als jedes Katzenauge. Oh, das geht doch schief. Das geht doch schief. Danke fürs Spielen. In der Vollversion geht die Handlung weiter. Oh mein Gott. Das ist gemein. Das ist mies. Das ist mies. Das ist gemein. Ich hätte jetzt wenigstens den Kampf noch gehabt. Oh, das ist doch gemein. Ah, vor allem habe ich noch gesagt, wie die Demo endet, mache ich nicht weiter. Das ist mies. Demo beenden und zum Nintendo eShop gehen. Nein. Oh Mann. Mies. Aber wenn ich jetzt die Vollversion starte, starte ich direkt vor dem Nagakuga. Das wäre mega nice. Also, theoretisch kann ich halt direkt hinreiten. Und jetzt ist das Wichtigste. Okay, er hat die Zeit gespeichert. Spiel laden, gucken wir, wo wir hinkommen. Wenn der Katzerwahn nämlich da offen ist. Perfekt. Das ist perfekt. Weil dann können wir, wenn ich die Vollversion zeigen darf, direkt hier einsteigen. Sofern ich embargo-technisch das darf. Oh. Nimm den Pugi noch mit. Ja. Mich jetzt noch irgendwie was Großes zu klatschen. Ich glaube, ich muss noch ein Azuros oder ein Velocidrome machen. Das könnten wir jetzt noch versuchen. Oh, warte mal, der hat was fallen lassen. Das muss ich, glaube ich, noch machen, damit der Part nicht zu kurz ist. Ansonsten muss ich leider sagen, dass wir dann erst weitermachen, wenn ich euch die Vollversion zeigen darf. Ist jetzt halt sad, dass das doch so schnell ging. Aber ich möchte nicht, also ich hoffe, ihr versteht das, ich möchte in der Demo jetzt nicht ewig Zeit also ich verschwende die Zeit ja eigentlich nicht. Aber ich würde dann doch lieber die Vollversion spielen. Das würde schon mehr Sinn machen. Warum könnte ich dann schon anfangen, in der Vollversion aufzunehmen und alles fertig zu machen, damit es pünktlich zu, also ich darf euch erst ab, ich weiß gar nicht, ab welchem September das zeigen, habe ich euch schon mal gesagt. Ich habe noch Quests. Ich habe noch eine Nebenquest, glaube ich. Velocidrome muss ich noch machen. Ja. Moment. Ich muss hier. Runter? Das ist halt geil bei dem, ne? Oh, da ist schon wieder neuer Honig. Richtig nice. Velocidrome finden ist halt so eine Sache. Wo hängen die rum, ne? Da muss ich in die Nester gehen. So, wir speichern das auf jeden Fall mal. Dass ich hier den Stand habe und alles. So, Katzerwahn. Dorf Hakum.
Da bin ich gerade. Hier gibt es noch irgendwo einen Katzerwahn, den ich noch finden muss. Pondrihügelkreuzung. Ich hoffe, das ist richtig. Dann brauche ich nicht durch das ganze Gebiet reiten. Perfekt. Hier wollte ich hin. Ja, wenn das die Drome hängen, ja eher so da unten, da oben rum. Ich müsste halt Nester finden, wo auch da, wo die rumlaufen. Da gehe ich wieder in den Wald. Huch, hier leckt es halt so hart. Das ist voll schade. Da muss ich lang. Was ist das da? Ein seltener Monsterbau. Okay, dann müssen wir rein. Ich dachte erst, hier läuft so ein Monster frei rum. Aber da gehen wir mal rein. Hier ist eher so eine Stelle, wo so ein Jan Kutko rumchillt, aber vielleicht haben wir Glück. Die Dormen nagen ja an den Abdonovs. Kann ein gutes Zeichen sein, muss aber nicht. So. Seltene Monsterbauten sind ja auch immer so groß. Mit Sackgassen und so. Boah, hier in den Monsterbauten ist alles immer so chillig, flüssig am Laufen. Das ist so gut. Das ist so schade, dass das nicht auch auf der Overworld funktioniert. Lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht gegen euch Kleinen kämpfen. Ich möchte gegen die Großen kämpfen. Seltener Sammelpunkt. Dann nehmen wir doch mal alles mit. Jetzt soll gerade nur Weizen. Hallo, Konchu. Oh, hallo, Konchu. Oh, was ist denn das? Wimmernskelett. Okay. Wie komme ich da hoch? Muss ich da mit dem... Schaffe ich es mit Velocidrome da hochzuspringen? Man, das sieht nicht so erfolgreich aus. Wie komme ich da hoch? Nehmen wir erstmal alles mit. Oh, ich habe noch eine Nebenquest gemacht. Ah, Erdkristalle gesammelt. Genau, die musste ich nämlich auch sammeln. Kann ich da irgendwie... Ach. Aber ich kann doch nicht klettern. Das ist jetzt ärgerlich. Ich habe doch kein Monster zum Klettern. Ich frage mich, welches Monster klettern kann. Kannst du klettern? Du kannst nicht klettern, Jan Kutku. Und auch nicht klettern. Okay, Abdonov brauche ich eh nicht versuchen. Abdonov kann auch nicht klettern. Okay. Wer kann denn dann klettern? Vom so früh auch. Oh, wie hieß er? Der eine Affe. Nicht der Kongala, der andere, der rote. Wie hieß der denn nochmal? Ah, Nest, wir haben es gefunden. Der könnte klettern wahrscheinlich. Oh, Nian Kutku nur. Halt, stopp! So. Den möchte ich mit Azurus machen. So. Bam. Jetzt macht er seinen Feuerball. Macht keinen Damage. Nice. Honigkraft. Okay, du, warte mal. Du gehst mit Geschwindigkeit an mich ran oder mit Technik. Ja, okay. Easy game. Ja, ja, Azurus. Snack dir den Honig. Läuft schon. Ähm.
War Angriff, war Kraft, Technik, Technik ein Kombo? Nein, es war Technik, Technik, Angriff ein Kombo, ne? Schade. Egal, da hat der eh Auto-Heal an gerade. Und boing. Schön gedemütigt noch. So. Er hat Technik an. Ich muss sagen, das tut dir mehr weh als Azuros. Zack. Kraftclash. Oh, da muss ich viel drücken. Okay. Holy shit, das war ganz schön anstrengend. So, jetzt haben wir Bindung. Das heißt, wir können den Kraftangriff machen. Das wird man auch in die Kommentare schreiben, dass es dann wahrscheinlicher ist, dass man einen Angriff zusammen macht. Haben wir gewonnen? Nein, schade. Das tut mir weh. Au. Ey, die tun mir gar nicht mehr so weh, ne? Ich glaube, wir sind schon ein bisschen strong. Viel gekämpft und so. Wieso darf er jetzt den Feuerball zuerst machen? Azuros steckt das mega gut weg. Azuros ist mega der Tank. Gut, nehmen wir das Ei mit und hauen ab. War ja kein Velocidrome. Pick, pick, pick hat er gelernt. Nice. Wir hätten bestimmt noch ein S rausholen können, wenn ich die Bindung benutzt hätte. Weil das Spiel achtet eher auf Style, glaube ich. Als auf Geschwindigkeit. So, einmal absteigen bitte. Und ein cooles Ei mitnehmen, wenn es geht. Riecht nach nix. Riecht nach nix. Riecht nach nix. Riecht nach nix. Egal, nehmen wir so ein Tigrex-Ei mit. Es sieht zumindest nach Tigrex aus. Es wird kein Tigrex drin sein. Wenn da ein Tigrex drin ist, dann holy fuck, da wäre ich so happy. Aber ich glaube, das geht nicht. So, dann gehen wir wieder raus. Leider kein Velocidrome-Bau. Das ist jetzt halt der Nachteil. Ich werde jetzt wahrscheinlich zig Azuros und Jankutku-Bauten finden, aber kein Velocidrome mehr. Oh, es war ein brennendes Vogelwilbern-Ei. Zumindest lese ich da brennend raus. Ich weiß nicht warum. Wir reiten mit Velocidrome. Hier war noch ein Bau. Ich weiß es genau. Das hat sich gerimt. Da. Hier schläft was. Ah, der Jan Kutku. Na klar, war dann jetzt Jan Kutku drin, ne? So. Da oben ist noch ein Bau. Vielleicht habe ich da oben mehr Erfolg. Hier unten ist ja eher so Jan Kutku-Gebiet. Echt habe ich hier mehr Erfolg. Weil der sitzt ja auch da, der Jan Kutku. Schon wieder so eine Sammelstelle. Erbestie-Fragment. Ich finde die Abkürzung im Monster Hunter immer mega crazy. Ja, guck mal, das sieht genau aus wie der Bau, den wir gerade gesehen haben. Nur eine andere Stelle. Das ist halt auch schade, dass die sich so hart wiederholen, ne? Velocidrome? Jawoll! Velocidrome geht auf Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, da ist Technik gut. Dann gehen wir mal mit Jan Kutku rein. Ich glaube, Jan Kutku geht auf Technik. Ich wollte den jetzt angreifen. Eigentlich wollte ich nicht sammeln. Danke. Oh, da hat sogar noch ein Kumpel dabei. Ja, Technik. Sehr gut, Velocidrome. Wir machen erstmal Velocipray weg. So. One Hit. Da kann man halt seine Monster auch gut ausstatten vorher, ne? So, hey, der geht auf Geschwindigkeit. Da kann man hier Technikmonster nehmen. Und. Kabam. Und nochmal Geschwindigkeit. Ah, da kommt die Konfrontation. Ein bisschen weh. Nice one. Oh, Kraftclash. Komm schon. Nice. Oh, die Bindung ist stark in uns. Lass mal riden. So, lass mal Technik machen.
Oh, Rudel rufen, uncool. Okay, der kann immer Freunde rufen. Ist das wie bei Pokémon? Manchmal kommen sie, manchmal kommen sie nicht. Dann machen wir Velocidrome halt erst weg. Kein Problem. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen, ne? Lol. Ah ja, stimmt. Übel. Jetzt müssen wir noch den Kleinen wegmachen. Flucht. Der haut ab. Jawohl, kann nicht mal abhauen. Okay, wenn der Große kaputt ist, hauen die Kleinen ab. Wollen wir ein S bekommen wenigstens? Na, na gut. Aber wir haben viel Stuff bekommen. Und wir haben die Quest besiegt. Geschafft. Was? Die gehe ich jetzt noch abgeben. Eigentlich? Ah, danke. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist die Quest geschafft. So, und ein Ei nehmen wir auch noch mit. Vielleicht haben wir ein stinkendes Ei. Mein Gott. Nein! Hätte wieder was dazu gesagt. Achso, nee, der macht ja immer so einen doofen Spruch danach. Oh, könnte ich denn bitte ein gutes Ei bekommen? Ah, na gut. Wie lame. Ich will ein stinkendes Ei. Das letzte stinkende Ei, was wir hatten. Weiß nicht. Ich weiß ja auch nicht, warum der danach riecht. Oder daran riecht. So ab nach Hause. Nach Hakum und die Eier noch ausschlüpfen lassen, die Quests abgeben und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst in der Vollversion wieder. So. Reite ich da jetzt hin? Habe ich einen Katzerwahn in der Nähe? Sieht nicht so nach aus. Ich glaube, da müsste ich da wieder runterlaufen und... Ha, verdammt! Den nehmen wir jetzt noch mit. Die sollen doch selten sein. Die sind dann an jeder Ecke. Huch. Alter, was geht denn da ab? Die haben sich geprügelt. Digga. Okay, da geht's nicht lang. Ich gehe wieder woanders hin. Aber nein, ich will nicht mit dem Velociprey. Danke. Kämpfen. Wahrscheinlich geht's da lang. Nee, der Stein verschwirrt den Weg. Okay. Habe ich gerade noch so auf der Map entdecken können. Hier gibt es eine kleine Stelle wieder zum Reinkrabbeln. Guck, ich sollte mehr auf die Map achten. Komme ich jetzt wieder zu einer Feline-Siedlung? Ah. Aber ohne Katzerwahn, weil das halt eine... Also hier darf ich nur chillen, ja? Ja, einmal geheilt. Und sonst gibt's hier nichts. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig für einen seltenen Monsterbau. Vielleicht später, wenn es in den High-Level-Bereich geht. Vielleicht mal wichtig, aber jetzt... Ich meine, cool, dass ich es gefunden habe, aber es hat sich jetzt irgendwie nicht... gelohnt. Angeln könnte ich hier... Nee, muss jetzt nicht sein. Könnte man auch darüber und da drüben werden... Nee, da drüben ist... ich habe gerade geguckt, ob über Wasser hinaus noch irgendwie Ausgänge sind, aber da ist nichts. Gibt bestimmt auch Monster, auf denen man mit Wasser irgendwie rüberkommt. Okay. Jetzt ist er Jan Kutku. Zuros. Hi. Was hast du denn so? Riecht da nichts? Wenn ich ein Ei finde, das nach was riecht, bevor es aufwacht. Keine coolen Eier. Oh, ich nehme dieses schöne blaue Ei. Blau-grün. Kämpfen wir nicht gegen den Jan Kutku. Lassen wir den einfach schlafen.
find's weird, dass man so unvorsichtig sein kann bei den Monsternestern, wenn die schlafen. Finde ich irgendwie weird. Das, ich verstehe nicht, warum das so ist. Ich find's cooler, wenn man richtig leise sein müsste, aber du kannst ja reinrennen, das Ei holen. Und dann hau rein. See ya. Velocity. So, jetzt aber nach Hakum. Quests abgeben. Nicht in den Monsterbau rein. Das ist jetzt ein seltener gewesen, wäre ich tatsächlich, glaube ich, wieder reingegangen. Schrecklich. Quests abgeben, Eier ausbrüten. Ich habe, glaube ich, ein paar. Zwei, drei sind es bestimmt. Und dann habe ich erstmal einen Arsch voll Monster, die ich wahrscheinlich wieder, wo ich erstmal gucken muss, welche ich behalte und welche nicht. Ich hatte schon stressig. So, erstmal Quests abgeben. Die müssten wir hier abgeben können. Fertig, fertig, akzeptiert. Einreichen. So. Und das andere war eine Nebenquest, glaube ich. Ich glaube, von der Dame da hinten, die wollte eigentlich mal Eisen und jetzt wollte sie dann Erz haben. Was tut das? Erd haben? Ja, die wollte nämlich eigentlich mal ein anderes Erz haben und beim nächsten Mal wollte sie dann auf einmal Erdkristalle. Ich will immer andere haben. So, jetzt gehen wir noch Eier ausbrüten. Drei Stück. Einmal ausbrüten, das Tigrex-mäßige Ei. Ja, ein Kutku. Der leuchtet so krass. Ist der irgendwie special? Holy shit, ich glaube, der ist special. Okay, nächstes Ei. Und wir lassen die Drop nochmal, okay. Sieht nicht so special aus. Und seltener Monsterbau, ziemlich leichtes Ei. War ja auch ein Vogelwivern. Blauer Jan Kutku, neu. Guck mal, da haben wir den blauen. Und der sieht auch relativ gut aus für den Sets. Also wenn ich gehe mal davon aus, von dem, was ich verstehe, dass das da unten rechts so viele Felder haben sollte wie möglich. Okay, haben wir jetzt einen blauen Jan Kutku noch dazu. Ja, nice. Dich austauschen. Warte mal, Gene. Technik-Abwehr-Gen. Hat der zwei. Ja, ein Kutku-Gen, das muss er haben. Flammendes Gen, okay. Und was hat der hier? Ah, der ist doch nicht so schlick eigentlich. Der hat Donner noch dazu. Eigentlich geiler, glaube ich. Einschüchterung. Okay, das mit den Genen, das ist mir echt... Das ist echt schon... anstrengend. Der ist genauso wie der. Also die Stats können sich dann ändern, das weiß ich schon. Der hier hat zum Beispiel Angriff... warte mal. Ne, der hier hat... Ne, ist halt auch jetzt eine andere Art, aber der hat Angriff 23, weil der andere Gene hat als der mit Angriff 26. Okay. Ja, ich möchte mit dieser Gruppe fortfahren. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der Vollversion tatsächlich wieder. Wenn wir Nanokas... Ich würde sagen, ich setze Nanokas Abenteuer auf jeden Fall fort. Also ich werde es versuchen. Gucken wir mal. Wäre schön, wenn mehr Leute es gucken, weil dann macht es auch mehr Spaß. Und das Projekt dann nicht so verkümmern. Es fühlt sich dann, ich bin halt ehrlich, es fühlt sich dann immer so, wenn andere Projekte viel mehr Klicks bekommen, fühlt es sich immer schlecht an, andere Projekte hochzuladen, weil, obwohl sie Spaß machen. Es fühlt sich dann immer so an, als ob man es umsonst macht, obwohl es ja eigentlich nicht so ist. Obwohl Leute es ja gucken, aber halt nicht so viele wie bei anderen Sachen. Es ist halt, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, oder? Es ist halt, es fühlt sich halt manchmal schlecht an, obwohl es nicht schlecht ist. Ja, ich hoffe, ihr versteht das.
Und bei Monster Hunter Stories. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Gucken wir mal, wie die Vollversion wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zu anderen Videos oder zu Monster Hunter Stories. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.